Das kann man eigentlich gar nicht glauben, dass das Ding gerade mal ein paar Jahre im Einsatz war, so wie das Ding aussieht. Das ist der Oberhammer, was das Ding schon erlebt haben muss. So, servus und hallo. Jetzt geht's los. Jetzt zerlegt man das gute Stück hier, weil ich brauche Platz. Ich muss hier noch an dem Auspuff was machen und da steht mir das Ding jetzt nur im Wege, deswegen zerlegen wir das Ding. Dann können wir auch die Teile der Reihe nach bearbeiten und irgendwann wieder komplettieren. Gut. Heute ist ja super Wetter, dann habe ich die mal kurz rausgepackt und bin mal eine kleine Runde gefahren. Der Auspuff geht wirklich gut. Das zeige ich aber noch einmal in einem separaten Video vermutlich. Aber ich habe gemerkt, die Position ist nicht optimal. In scharfen Kurven streift der Dinger. Ich weiß nicht, ob man es jetzt hier sieht. Da ist eine Mini-Spur. Da bin ich kurz mal aufgesetzt. Das ist nichts. Das muss ich noch abändern. Und deswegen brauche ich jetzt hier Platz, dass ich das machen kann. Jo, dann rupfen wir das Ding schön auseinander. Auf geht's. Ist das Teil zerlegt. Da liegt der ganze Berg. Was es zu sagen gibt, das Ding muss ja schon mächtig was erlebt haben.
Man sieht, es wurde mal komplett orange, wahrscheinlich in den Farbeimer reingetunkt. Keine Ahnung. Dann ist hier schon geschweißt. Also da auch. Also da war schon mächtig Öl. Das hat, muss schon mächtig was erlebt haben, das Ding. Also Katastrophe. Da muss ich mal gucken, wenn man den Lack, wenn ich den Lack weg habe, was danach alles zum Vorschein kommt. Also das ist der Hammer, wie das Ding aussieht. Da eine Aufnahme von der Fußbremse. Auch schon geschweißt. Das kann man eigentlich gar nicht glauben, dass das Ding gerade mal ein paar Jahre im Einsatz war, so wie das Ding aussieht. Das ist der Oberhammer, was das Ding schon erlebt haben muss. Stoßdämpfer. Komplett Schrott. Kettenschutz. Naja. Da diese Achsdinger auch komplett am Arsch. Also das Ding ist unglaublich. Hier auch das Gewinde im Eimer. Ich kann die Mutter im Prinzip durchstecken. Komplett im Arsch. Muss alles neu. Bin ich echt mal gespannt, wie der Motor aussieht. Ich glaube, den Kopf reißen wir mal schnell runter, den Zylinder. Und gucken mal, was da drunter vorkommt. Na, das sieht gar nicht einmal so schlecht aus. Auf den ersten Blick. Ziemlich verkokst. Gut. Lieber zu fett. Okay, die war locker. Die ist locker. Auch locker. Okay, also Kopf war auf jeden Fall schon mal runter. Okay. Das sieht nicht so schlecht aus. Machen wir einfach mal runter. Na ja, ziehen wir mal so runter. Okay. Es ist gerade Hohnschliff noch sichtbar hier. Mhm. Okay. Fühlt sich gut an. Prima. Also ganz verstehe ich es echt nicht. Ich würde fast behaupten, das ist noch das erste Kettenblatt, was da drauf ist. Weil wenn das schon mal getauscht worden wäre, dann wäre das nicht so schön hier noch alles gemacht mit den Sicherungsblechen, so wie an der Karre rumgepfuscht wurde. Spuren auf Kette geklemmt. Also die müssen da das Ding total vergewaltigt haben. Also meine Vermutung, das Ding war zwar abgemeldet, aber die sind da, ich glaube, die sind da mit Stoppelaggerrenner gefahren oder irgendwas. So wie das Ding aussieht, niemals ist das Ding nur 4-5 Jahre benutzt worden. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube echt, dass die damit irgendwo auf dem Acker rumgekrost sind oder irgendwas. Warum auch? Und dann orange gestrichen, schwarz drüber gestrichen. Ah, brutal. Na, was meint ihr, was das Ding schon alles erlebt hat?